Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem Interview mit Patrick Pedrazzoli. Hallo Patrick, es freut mich, heute ein Interview mit dir zu führen. Ich durfte dich vor ein paar Jahren kennenlernen und es ist immer eine Ehre, mit dir zu sprechen. Und vor allem schätze ich sehr deine Weisheiten des Lebens, wie und vor allem, wie du das rüberbringst. Aber stell dich doch mal einfach mal kurz vor, dass dich das Publikum auch ein bisschen kennenlernen darf, wer dich noch nicht kennt. Vielen Dank, Gianni, für die Einladung. Schön, seid ihr alle hier, Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Patrick Pedrazzoli aus der Schweiz, aus Bern. Man hört es am Akzent. Ich bin in Bern aufgewachsen und mich haben immer diese Themen interessiert. Wer bin ich? Woher kommen wir, bevor wir geboren sind? Wohin gehen wir, wenn der Tod kommt? Und was ist der Sinn des Lebens? Ich habe mich dann ein wenig verloren, wie es uns allen passiert im Alltag, mit der Schule und dann Teenager sein und dann verliebt sein und Ausgang und alles miteinander. Und plötzlich sind diese Fragen verschwunden. Ich war dann mit 21 in Indien eigentlich als Abschlussfeier, weil die Lehre zu Ende war, gingen wir nach Indien und dort entdeckte ich wieder diese Fragen: Wer bin ich? Woher kommen wir? Was ist der Sinn des Lebens? Und es brannte wieder ein Lichtfeuer in mir oder zuerst eine kleine Flamme und dann brannte es lichterloh. Ich war wie ein Schwamm, der wieder alles aufsog und diesen Fragen nachging und vor allem auch: Was ist, was, warum sind wir krank? Warum werden wir krank? Was ist die Ursache davon? Was sind die Heilungswege, die möglichen Heilungswege davon? Wie funktioniert Denken, Mentales? Wie funktioniert Wahrnehmung und die Welt? Warum leiden wir so sehr und sind so wenig glücklich oder zufrieden? Und all diese Fragen und so beschäftigen mich und da forsche ich in mir drin und auch draußen. Wow, sehr spannend. Du bist ja auch Inhaber der Quelle in Bern. Ich durfte ja auch schon ein paar Mal dort sein. Auch danke vielmal für diese Möglichkeit, die du immer schenkst und ganz vielen Menschen, gell? Patrick, jetzt gerade, als du das gesagt hast, diese Themen des Lebens. Wir sehen ja sehr viele Menschen, die momentan leiden. Wie unterstützt du Menschen, wenn sie im Leben gerade leiden? Ja, es gibt mehrere Ebenen, wo man beleuchten kann. Die eine Ebene ist natürlich gerade die direkte Ebene, sei das eine physische Krankheit oder eine psychische, mentale Krankheit oder Stress oder verschiedene Themen, Schicksalsschläge. Da gehen wir zuerst dort hinein und schauen uns das an. Was gibt es dort für Möglichkeiten, um die Ursache davon ein wenig herauszufinden, um den Körper oder den Geist wieder in seine Balance zu bringen? Das ist die physische Ebene oder die psychische Ebene. Aber es gibt auch eine seelische Ebene, die ich jetzt mal so nennen möchte. Wir sind bedingungslose Liebe, wir sind ein ewiges, unendliches Wesen, aber Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und da wir denken, wir sind das Gedachte und der Körper und die Wahrnehmung und diese Welt, verlieren wir uns oft fast nur dort. Das bedeutet, ich verstehe alle Menschen, die eine Krankheit haben und der Fokus ist plötzlich nur noch dort. Und sie erkennen gar nicht, und das ist das schöne Beispiel, sage ich immer, kleine Kinder, die zwar krank sind, aber sie spielen noch. Solange sie eine gewisse Art von Energie haben, nicht fiebrig sind oder so, spielen sie immer in einer Form, bis sie nicht mehr können. Oder sie empfinden das Leben immer noch als Abenteuer. Und ihre Energie folgt eben dem, was sie sind und nicht dem, was sie denken, was sie sind. Und das ist das, die tiefere Ebene, wo ich den Menschen zeigen möchte, hey, auch wenn der Körper nicht mehr rund läuft, auch wenn er seine Gebrechen hat, auch wenn er älter wird, wenn wir uns zu fest damit identifizieren und unsere Energie nur noch darauf gelenkt ist, ist das größte Potenzial des permanenten Leidens.
Wenn die Energie aber auf das gerichtet ist, was wir wirklich sind, diese Freiheit, innere Freiheit, bedingungslose Liebe, dann ist die Energie dorthin gerichtet. Und dann kommt wieder die Glückseligkeit, die Zufriedenheit mehr nach vorne, weil das unser Geburtsrecht ist. Und so versuche ich, die Menschen auf allen Ebenen abzuholen. Wie gesagt, die körperlichen Themen, die psychischen Themen, aber essentiell ist einfach, wer sind wir wirklich? Und so wie es in der Bibel steht, sei wie die Kinder und das Reich Gottes ist dir offenbar. Und das ist immer noch möglich, ob wir 50 sind, 80 sind, 90 sind. Das spielt, Alter spielt keine Rolle. Leiden des Körpers, Krankheiten, Psyche spielt an und für sich, sage ich jetzt mal, keine Rolle. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Ich verstehe Krankheiten. Ich verstehe schwere Krankheiten. Ich verstehe Schmerz. Sehr, sehr unangenehm. Aber man kann ja auch die Energie auf beide Sachen lenken. Das, was wir wirklich sind, plus dem Körper helfen, so gut es geht, in seine Balance zurückzufinden. Schön, es kam gerade eine Frage, wo genau anschließt. Und eben, es würde mich interessieren, wie du das siehst und vor allem, was für Möglichkeiten, dass du den Menschen schenkst, wenn sie dort drinstecken. Viele leiden ja, aber auch eben in diesem Leid ist es immer wieder spannend. Das Leid, was sie erleben, ist ja eigentlich die Reaktion von ihrer Vergangenheit. Das heißt, ihre Geschichte war nicht dementsprechend im Gleichgewicht, aber sie orientieren sich immer an der Geschichte, was gewesen ist, was gewesen ist. Wegen dem geht es mir so oder wegen das geht es mir so. Was für Unterstützungen schenkst du den Menschen dort und wie gehst du damit um mit solchen Thematiken? Ja, das Wort heißt geschichtet. Das heißt, unser wahres Wesen ist Liebe und Licht. Und dann kommen unsere Geschichten rüber, zugeschichtet. Wir sind eigentlich zugeschichtet. Und dann helfe ich den Menschen eigentlich, die Geschichten anzuschauen, die Schicht, Schicht im Bewusstsein und erkennen, ah, das bin, ah, das ist meine Hand. Ich dachte immer, das sei etwas Fremdes. Und dann plötzlich, oh, das bin ich. Oh. Und dann plötzlich geht eine Schicht weg. Und dann kommt eine andere Schicht. Und so lassen wir eigentlich durch Bewusstsein, lassen Geschichten von uns ab. Es fällt von uns ab und dann kehren wir eigentlich wieder zurück zu dem, was wir wirklich sind. Denn Leiden, hat Buddha gesagt, ist Unwissenheit. Wenn wir nicht wissen, was Geschichten sind und wie Geschichten dann funktionieren in der Psyche, im Körper, auf allen Ebenen der Energien, und wir dann eben, wie ich vorhin gesagt habe, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn wir nur noch die Geschichten sehen, ah, das ist mir passiert und dort habe ich gemacht und der hat gemacht und die Welt hat gemacht. Und dann sind wir immer in diesem Art Selbstmitleid. Aber nicht absichtlich, das merken wir gar nicht. Und wenn ich den Menschen immer mehr zeigen und viel mehr ins Bewusstsein, also durch Beobachten, durch Beleuchten, durch Leuchten der Geschichten, die Leute aufmerksam mache auf das mit viel Geduld und Liebe und Sanftheit, dann erkennen die Leute, wer und was sie nicht sind. Und dann fallen die Geschichten ab und dann kommt Freiheit. Und dann gibt es die Möglichkeit auf allen Ebenen für Heilung, in welcher Form auch immer. Spannend, es in deinen Worten zu hören, weil eben wir sprechen ja auch viel miteinander, es sind unterschiedliche Worte, aber der Sinn ist der gleiche und das ist sehr spannend. Ich nenne es ja immer eben auch Erfahrung schenkt Erkenntnis, wenn wir damit weitergehen. Wenn wir erkennen, werden wir weise. Das wäre der Ausdruck von Buddha. Wenn man die Weisheit aktiviert, weiß man, dass es immer anders sein kann und sich immer verändern kann, dann kann es fließen und dann schichtet sich es nämlich ab, weil die Schichten werden immer durchlässiger und man sieht immer mehr, was dort dahinter ist und dort ist ja diese große Freiheit, hä? Wo wir eigentlich sind, wo wir eingebettet sind, wo uns eben auch diese Möglichkeiten schenkt. Hä? Spannend, deine Sichtweisen finde ich immer unglaublich und vor allem deine Art, wie du das eben auch erzählst. Ja, danke vielmal für deinen Ausdruck und es ist eine Ehre zu sehen, wie Menschen eben auch diese Gaben und Fähigkeiten auch teilen. Und vorhin hast du auch etwas Spannendes gesagt. Du hast vom Himmelreich gesprochen. Ja, und auch das Himmelreich ist ja in uns.
Und in uns könnten wir ja auch alles ausgleichen. Wir sollen uns im Leben nicht so viel kümmern, was in uns kommt. Weil in uns können wir alles ausgleichen. Das Problem ist, was von uns herausgeht. Weil das ist angerichtet. Wie gehst du mit Situationen gerade jetzt um Stress? Stress ist ja eine der größten Ursachen der Krankheit der Menschen, weil sie ja nicht dementsprechend in der Entspannung des Lebens sind. Was für Möglichkeiten schenkst du in Bezug auf Stress? Wie könnte man das im Leben vielleicht anders anschauen und was könnte man machen? Ja, der Stressfaktor, haben wir oft das Gefühl, er wird von außen nach innen getragen, aber das ist nicht so. Wir interpretieren es innen, indem wir eigentlich über den Verstand uns extrem viel stressen, über Raum und Zeit und nicht gut genug und was auch immer. Und auch dort ist es so, dass es gibt immer die Möglichkeit in uns immer mehr und tiefer zu erkennen, wo der Stressfaktor ist. Und wir sind eine Gesellschaft, die mit einem horrenden Tempo unterwegs ist. Und irgendwie kann man das Tempo wie nicht aufhalten. Es kommt eine enorme Informationsflut. Es kommt eine so viel Informationen an Möglichkeiten, an Vergleichen mit anderen, damit man so viel eigentlich möchte. Also der Stressfaktor hat mit Wollen zu tun. Ich will eigentlich quasi noch mehr oder anders, als das Leben es gerade zeigt im gegenwärtigen Moment. Wenn ich den gegenwärtigen Moment schnellstmöglichst, wenn er passiert, gleich annehmen kann, dann bin ich stressfrei. Der Stress beginnt, wenn ich die Situation, die gerade geschieht, nicht annehmen kann oder will, dann beginnt Stress. Und da wir auf verschiedenen Ebenen Stressfaktoren, Stresswellen haben, sei das die Beziehung gerade oder mit den Kindern oder der Beruf oder die Welt oder die Kriege oder die Zeitung oder das Geschäft oder das Portemonnaie oder die Gesundheit, das sind viele verschiedene Stressfaktoren, die da die ganze Zeit herumflimmern. Und wenn wir da immer mehr annehmen können, was gerade ist, dann kommt eine Nulllinie. Klar kommen dann immer wieder neue Situationen gleich rein, neue Informationen, Gespräche, Telefone, E-Mails, was auch immer. Und dort immer wieder annehmen zu können, was gerade ist, gibt die Nulllinie. Was auch hilft, ist, wenn ich es nicht annehmen kann, dass ich es nicht annehme, dass ich es nicht annehmen kann und das als okay empfinde. Dass ich sage, hey, nein, so sollte es nicht sein. Und ich stress mich und dann gehe ich liebevoll mit mir um und sage, okay, ich darf mich jetzt stressen, weil ich gestresst bin. Dann hilft das, dann gibt es hinten dran eine Nulllinie. Zwar noch nicht an der Front, aber wenigstens hinten dran. Und das hilft, wenn man sich stresst und dann nicht stresst, dass man sich stresst, dass das in Ordnung ist, dass man gestresst ist. Das hilft in erster Linie mal. Und weil wir diese Spiritualität kennen, sind alle eigentlich gestresste Spirituelle jetzt. Also das ist unglaublich, wie gestresste die Spirituellen sind. Dabei hat man es doch gecheckt, dass die anderen, die Weltlichen, sind so gestresst. Und wir sollten eigentlich als Spirituelle nicht gestresst sein, aber die sind jetzt doppelt gestresst, weil die Erleuchtung ist noch nicht ganz da. Und das, die Yogamatte, ja, auch nicht, weil ich muss noch wegen den Kindern gerade noch. Und hier ist noch, also, dass wir mehr wieder durchatmen können, aber das Tempo der Welt ist natürlich ausschlaggebend, dass wir im Moment ein horrendes Tempo unterwegs sind und dort abwarten und Tee trinken zu können, immer wieder und sagen, nein, es ist in Ordnung, die Welt darf, wuff, alle Spirituellen dürfen neben mir durch, wuff, die Welt darf, wuff, und ich darf auch, wuff, entschleunigen ist eigentlich auch angesagt. Der Ausgleich zu schaffen. Wir sind zu viel im roten Bereich. Aber es braucht nicht quasi eine Woche nichts tun, sondern der mentale Bereich ist es, das geht eine Sekunde, wo du sagen kannst, hey, okay, kurz durchatmen, es ist alles in Ordnung, ich nehme es an, wie es ist, aber ich kann nicht, es stresst mich. Okay, ich nehme es an, dass es mich stresst, dass ich es nicht annehmen kann. Ah, das geht schon besser. Kurze Momente helfen auch schon. Es braucht nichts Spektakuläres. Ja, danke vielmal, Patrick, für deine Weisheiten.
Es wird noch ein zweites Video geben. Ihr werdet in der Beschreibung sehen, wo man es sehen kann. Ich bedanke mich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.